Dort, wo heute kühne Kletterer Alpenfelsen erklimmen, tummelten sich vor 100 Millionen Jahren noch Fische und Muscheln. Im Laufe der Zeit lagerten sich Sedimente am Boden des damaligen Meeres ab, die sich zu Gesteinsschichten verfestigten, die wir als graue Fläche im Hintergrund sehen. In diesem Zeitraum begann sich die afrikanische Kontinentalplatte auf die eurasische Platte zuzubewegen. Beim Zusammenprall schob sich die afrikanische Platte über die eurasische. Diesen Vorgang nennt man Subduktion. Dadurch verschwand schließlich das Meer und es wurden große Teile der dicken Gesteinsmassen zusammengeschoben und gefaltet. Da sich die afrikanische Platte auch heute noch auf die eurasische Platte zubewegt, verändern sich die Alpen, auf denen Kühe weiden und Heidis über Wiesen springen, noch heute.